So gebrauchen Sie das BM85 Blutdruckmessgerät von Beurer. Beachten Sie Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Laden Sie das Gerät vollständig über das USB-Kabel oder das USB-Netzteil auf. Drücken Sie die Start-Stopp-Taste für 5 Sekunden. Stellen Sie Stundenformat, Datum, Uhrzeit und Bluetooth mit M1, M2 ein. Bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit Start-Stopp. Durch Bluetooth aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Datenübertragung. Aktivieren Sie Bluetooth ebenfalls auf Ihrem Smartphone. Installieren und starten Sie die App Beurer Health Manager. Fügen Sie unter Einstellungen, Meine Geräte, das BM85 hinzu. Die App muss zur Übertragung aktiviert sein. Messung des Blutdrucks. Die Messung kann im Sitzen oder im Liegen erfolgen. Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein. Legen Sie die Manschette am entblößten linken Oberarm an, 2 bis 3 cm über der Ellenbeuge. Die Manschette muss sich in Herzhöhe befinden. Der Schlauch weist zur Handflächenmitte. 2 Finger sollen unter die Manschette passen. Drücken Sie Start-Stopp-Taste. Alle Display-Elemente leuchten auf. Die Messung beginnt. Die Messergebnisse systolischer Druck, diastolischer Druck und Puls werden angezeigt. Der Ruheindikator weist auf fehlende oder ausreichende Kreislaufruhe hin. Mit der M1 oder M2-Taste speichern Sie das Messergebnis im gewünschten Benutzerspeicher ab. Durch Drücken der Start-Stopp-Taste schalten Sie das Gerät ab. Messwerte abrufen und löschen. Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie innerhalb von 3 Sekunden den Benutzerspeicher M1 oder M2. Die letzte Messung erscheint. Bei erneutem Drücken können auch Durchschnittswerte und weitere Einzelwerte abgerufen werden. Das Löschen der Werte erfolgt durch gleichzeitiges Drücken von M1 und M2 für 5 Sekunden. Viel Erfolg mit dem Blutdruckmessgerät BM85 von Beurer.